Nach alter Dating-Naked-Sitte hat ein Newbie noch vor Ankunft im Resort sein erstes Date. Oh, das ist aber schön hier, oder? Boah, mega. Ach, du bist ein Gentleman, ja? Ja, oldschool. Danke. Also, ich habe das so gelernt früher. Ja, ein Gentleman ist er auch noch. Ich meine, der hat mir immerhin geholfen, dass ich mich vernünftig hinsetzen konnte. Möchtest du einen Sekt? Gerne. Kann man den Kork zwitschern lassen. Aufmachen. Also, das ist ein Eagle Hawk. Ja. Das ist was? Weiß ich auch nicht, was das ist. Das ist ein Adler. Und Convain Brut. Warte, 3, 2, 1. Ich hoffe, ich habe keinen getroffen. Scheiße. So, einmal für die Damen. Tut mir leid, aber ich kann das gerade nicht ernst nehmen. Alles gut. Ich finde das einfach lustig. Ja, ich bin halt so. Cheers. In die Augen geguckt, sehr schön. Du hast übrigens wundervolle Augen. Oh, danke schön. Ich mag dein Lächeln. Ja, ich wusste nicht genau, so. Ich habe halt gezittert so am Anfang. Ich fand die halt voll süß und voll toll. Und dachte nicht, dass ich doch ein Gespräch mit dir aufbauen kann, weil ich halt sehr aufgeregt war. Ja, ich bin so ein Mensch, ich lasse mich nicht so schnell auf jemanden ein. Also bei mir ist so eine Kennenlernphase wichtig. Bedeutet dir das also ganz schön viel, dass du diesen Schritt gegangen bist und jetzt hier sitzt? Ja. Also ich bin ein sehr offener Mensch. Ich bin für jeden Blödsinn zu haben. Ich mache gerne Blödsinn. Aber wenn ich jetzt eine ehrliche Beziehung haben möchte, dann will ich die Person auch wirklich kennenlernen, vom Charakter her. Also wenn sie mir vom Äußerlichen so perfekt passt, dann sind mir da viele Sachen wichtig. Oh Gott. Das ist schön. Ich kann dir kaum in die Augen gucken. Nein. Oh nein. Ja, auf jeden Fall. Ja, da ist der Charakter halt so voll wichtig für mich. Wir sind hier alle nackt. Das heißt, die Hüllen sind alle gefallen. Wir lernen uns hier vom Charakter mal kennen. Das finde ich interessant, weil tiefere Gespräche, tiefgründige Gespräche. Und die hatte ich halt mit Lena auf dem Date. Und ich hoffe, dass wir beide das ein bisschen verinnerlichen können und nicht halt irgendjemand dazwischen funkt. Wir haben uns sehr gut verstanden und ich mag auch seine Ansichten und wie er redet. Auch, dass er ein bisschen humorvoll ist, dass man darüber lachen kann, dass er über sich selbst lachen kann. Und das ist mir auch sehr wichtig bei einem Mann. In der Nachbarbucht haben jetzt auch Fabio und Roxy die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Dass Roxy mit meiner Ex befreundet ist, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Sie hat selbstverständlich sehr über mich erfahren. Muss man überlegen, kann man das so ernst nehmen oder kann man eben nicht? Keine Verurteilung. Und das ist ein großer Schritt. Ja. Ich verlange das nicht von dir, aber ich würde dir vorschlagen, ohne Verurteilungen, gehen wir einfach nur in diese Abenteuer rein. So machen wir das. Ja? So auf null kennenlernen. Fabio hat sich gerade in der Hängematte sehr vorbildlich verhalten. Geschlechtskontakt gab es nicht. Und gehen wir ab ins Resort. Die Flasche nicht vergessen. Die Flasche nicht vergessen. Die nehmen wir aber mit den ganzen Kühlern mit. Okay. Okay. Ich würde jetzt, so wie es aktuell ist, Fabio schon gerne ein bisschen kennenlernen wollen. Das Date mit Roxy lief ganz gut. Wir haben uns sehr gut verstanden und ich habe auf jeden Fall ihre Vagina näher kennengelernt. Don't get what you ask for.